Einen wunderschönen guten Tag, Miss Penman. Morgen, Henry. Wie war der Ausritt heute Morgen? Sehr schön, danke. Morgen. Polly, bist du hierher? Fuß! Guten Morgen, Kate. Ich muss Ihnen jetzt mal was sagen. Ich kann ja kochen, was ich möchte. Aber es kommt alles wieder unberührt zurück. Es liegt nicht am Essen, Duffy. Es liegt daran, dass Mr. Harting noch sehr schwach ist. Aber dann wäre es doch umso wichtiger, dass er isst. Ich habe das Gefühl, dass Mr. Harting auch jeden Tag ein wenig trauriger wird. Er spricht kaum noch mit uns. Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. David fehlt ihm. Er will den Jungen noch mal sehen, bevor er... Jungen, was redest du da nur wieder? David ist längst ein erwachsener Mann. Mit dem Jungen hat das Glück das Haus verlassen. Kate, er liebt sie. Sie werden es bestimmt schaffen. Ich versuche mein Bestes. Wenn er den Porridge aufisst, gibt es heute Abend Austern. Austern? Das ist gar nicht gut für sein Cholesterin. Natürlich ist es nicht gut für sein Cholesterin, aber es macht Freude. Ja. Morgen, Mr. Hartington. Guten Morgen, Katie. Du kümmerst dich ja wirklich Tag und Nacht um mich. Das ist das Privileg meines Lieblingspatienten. Und Duffy hat Ihnen ein wundervolles Frühstück gemacht. Ich habe keinen Hunger. Vielleicht sollten Sie es ein bisschen versuchen. Ich habe es Duffy versprochen. Wie wäre es denn, wenn Sie Ihr Frühstück auf der Terrasse einnehmen würden? Draußen ist sehr schönes Wetter. Meine erste Frau Deidre sagte immer, die Sonne ist die Universalarznei aus der Himmelsapotheke. Die Resultate der Untersuchungen sind heute Morgen gekommen. Es ist leider genauso, wie ich befürchtet habe. Danke. Das Aneurysma ist gewachsen und jetzt circa 7 Zentimeter groß. Und das bedeutet? Ja, da Ihre Gefäßwände zum Teil durch Kalk- und Cholesterinablagerung geschwächt sind, also weniger elastisch, könnte es jederzeit zu einer Ruptur kommen. Und das heißt, dass ich völlig verkalkt bin und dass mir deshalb jeden Moment die Pumpe platzen kann. Also, wenn hier überhaupt irgendetwas platzen kann, dann ist es die Aorta und nicht das Herz. Was also, Katie, rätst du mir? Sich sofort operieren zu lassen. Eine Operation ist die einzige Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Und je länger wir warten, umso gefährlicher wird es. Das Aneurysma liegt jedoch sehr nah an der Hauptschlagader. Und für einen Eingriff würde es bedeuten, dass das Risiko sehr groß ist. Mal wieder was von ganz weit her. Das wird ja auch Zeit. Darauf habe ich 12 Jahre gewartet. Das kann aber nicht nur an uns gelegen haben. Wie geht's? Hey. Du hast in der Etwa schon wieder eins gekauft. Ich musste.
Das ist eine originale Erstausgabe von William Wordsworth-Gedichten. Das ist eine Rarität, das ist ein hundertprozentiger... Ladenhüter? Klugscheißer. Und wie war's in der Schule? Wieder eine 6 geschrieben. Der lenkt nicht immer vom Thema ab. Der Job eines Buchhändlers ist nicht nur immer Bücher zu kaufen, sondern sie auch zu verkaufen. Ich weiß. Dieses Buch wirst du in deinem Leben nicht verkaufen. Na, dann haben wir das ja auch geklärt. Die Gefäßwände sind völlig verkalkt, porös, dünn wie Pergament. Dieses Aortenaneurysma ist eine einzige Zeitbombe. Und sein Blutdruck ist immer noch über 200. Am besten, du machst gleich einen Termin bei Kinsey. Dad, ich habe mit Thaddäus gesprochen. Ich glaube nicht, dass er sie operieren lassen wird. Ich glaube, dass er sich erst operieren lassen wird, sobald er David wieder gesehen hat. David? Kate, was redest du da? Du bist doch Ärztin. Das ist seine einzige Chance. Thaddäus versucht seit Jahren, David zu finden. Es ist aussichtslos. David will mit seinem Vater nichts mehr zu tun haben. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Ja. Dann sorge dafür, dass er sich operieren lässt. Übrigens, Dad, ich muss bis nächste Woche einen Aufsatz über unsere Familie schreiben, der mindestens 3 Generationen zurückgeht. Saft oder Wasser? Saft. Ich weiß, das ist nicht unbedingt dein Thema. Ach, Quatsch. Wie kommst du denn darauf? Dad, du sprichst nicht gern über Frauen und Familie. Du bist meine Familie. Also gut, dann fangen wir mal mit meiner Mutter an. Sie ist Dietrich Comwell und war ein wunderbarer Mensch. Die Augen und das Lächeln hast du übrigens von ihr. Und die väterliche Seite? Die väterliche? Ja, die väterliche. Dein Großvater Thaddäus Hartington und dein Urgroßvater Edward Jeffrey Hartington wurden in Cornwall geboren. Hartington, das Stammhaus, wurde von 1757 bis 1769 erbaut. Die haben 12 Jahre lang ein Haus gebaut? Das waren noch nie die schnellsten. Das kann ich verstehen. Aber wenn dein Dad und dein Großvater Hartington heißen, wieso heißen wir dann Cromwell? Weil ich es irgendwann besser fand, den Namen meiner Mutter anzunehmen. Und Dad? Ja, Jeffrey? Dann brauche ich noch die andere Seite. Die andere Seite? Die Familie meiner Mutter. Also so eine Familiengeschichte ist eine ganz schön anstrengende Angelegenheit, hm? Ja, Dad. Sieht ganz so aus. Ganz ruhig. Entspannen Sie sich. Ich habe einen Fehler gemacht damals. Ich hätte nie auf Margaret hören dürfen. Meine zweite Frau. Sie und David haben sich nie verstanden. Er wollte einfach nach dem Tod seiner Mutter keine andere Frau im Haus haben. Ich hätte mich dem Problem stellen müssen. Stattdessen habe ich ihn ins Internat gesteckt. Wir müssen ihn finden. Bald.
Es geht um das Jahr 1995. Ich bin auf der Suche nach David Hartington. Er hat in diesem Jahr in Oxford seinen Abschluss in angelsächsischer Literatur und Philosophie gemacht. Und wann sind die Semesterferien noch mal vorbei? Leicester Sheen. Und wo finde ich den? Sie spielen Polo? Ja, mit Leidenschaft. Anscheinend gewinnen Sie auch mit Leidenschaft. Wenn sich der Einsatz lohnt. Sagen Sie, ist David eigentlich auch ein Gewinner? David ein Gewinner? Ich würde sagen, der Ausdruck Misanthrop würde besser zu ihm passen. Bitte schön. Obwohl er eine ganz eigentümliche Ausstrahlung auf seine Mitmenschen hatte. David und ich haben uns 2 Jahre lang ein Zimmer in Oxford geteilt. Aber von Anfang an war er eher der Schwierige, der Introvertierte. Es dauerte eine ganze Zeit, bis man schließlich einen kleinen Teil seines Vertrauens gewonnen hat. Und was war mit seiner Familie? Hat er über sie gesprochen? Nein, mein Lieber, tabu. Lag wahrscheinlich daran, dass er seine Stiefmutter gehasst hat. Ja, bist du nie jemand vorbeigekommen? Zum Studienabschluss zum Beispiel? Ich weiß nicht, was da bei ihm zu Hause vorgefallen ist. Ich weiß nur eins. Die Beteiligten haben ganze Arbeit geleistet. Ja, und was war mit Frauen? Frauen haben sich an David die Zähne ausgebissen. Bis auf ein einziges Mal. Sarah Thompson. Ha! Ich erinnere mich genau, sie hat Kunstgeschichte studiert. Alle Jungs waren scharf auf sie. Aber David hat das Rennen gemacht. Jedenfalls einen Sommer lang. Setzen Sie sich bitte. Sarah hat dann vorzeitig das College verlassen. Noch bevor wir unseren Abschluss gemacht haben. Hier. Das ist er? Ich hoffe für ihn, dass er inzwischen den Friseur gewechselt hat. Und diese Sarah, warum hat sie das College verlassen? Zuerst hatten wir keine Ahnung. Und dann habe ich David gefragt, aber er wiegelte ab. Er hasste es, wenn man sich in seine Angelegenheiten mischte. Aber dann habe ich Jahre später durch Zufall erfahren, dass Sarah schwanger war. Was? David hat ein Kind? Und sind die beiden noch zusammen? Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass Sarah geheiratet hat und dass David sich jetzt allein um den Jungen kümmert. Wobei ich nicht die geringste Ahnung habe, wo David jetzt lebt. Oh je. Sieht so aus, als wäre ich in dieser Angelegenheit wohl noch länger unterwegs. Ja, David macht es einem nicht leicht. Aber vielen Dank, Mr. Sheen. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ich denke, dass meine überaus hilfreichen Informationen mindestens ein viergängiges Dinner mit Ihnen eingebracht haben, oder? Auf das ich wirklich sehr gerne zurückkomme, sobald ich David gefunden habe. Das klingt eher nach einem anstrengenden Dinner zu dritt. Ach ja. Und dann gebe ich Ihnen noch meine Karte, falls Ihnen etwas einfallen sollte. Stets zu Diensten, Frau Inspektor. Sagen Sie, flirten Sie mit Ihrem Mandanten eigentlich auch so? Nur wenn sie so hübsch sind wie sie. Dankeschön. Bin ich dabei Hartington und Partner? Ich hätte gerne David Hartington gesprochen. Ach, Sie kennen nur einen Toby Hartington. Nein, nein, danke, dann war das wohl ein Irrtum. Wiederhören. Hallo, Miss Marple. Hier ist Lester. Hallo, Lester. Und, kann ich den Tisch schon reservieren? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich weiß zwar nicht, ob es Ihnen weiterhilft, aber ich erinnere mich gut daran, dass David Bücher liebte. Er war ganz versessen darauf. Er besaß schon damals eine große Anzahl seltener antiquarischer Exemplare. Er sagte immer,
Er werde eines Tages den bestsortierten Buchladen Englands haben. Danke, Lester. Es ist zumindest eine Spur. Keine Ursache. Reiner Eigennutz. Ich habe nach einem Grund gesucht, Ihre Stimme noch mal zu hören. Also, man gibt ein, was man sucht, und dann sucht es der Computer für einen. Und was suchen wir? Wir suchen die 20 meistgesuchten antiquarischen Bücher. Oh, danke. Aber wir haben doch schon genügend alte Bücher. Eine Bibel für 1000 Pfund? Da ist die Absolution schon mit drin. Duffy, wir kaufen kein Buch. Wir suchen uns nur eines aus und dann bieten wir es an, okay? Und wem bieten wir es an? Duffy, jetzt benütze deinen Kopf doch auch mal für was anderes, außer für Irish Stew und Shortbread. Wir benutzen das Buch als Köder für David. Und welches nehmen wir? Die Lutherbibel oder Robert Louis Stevenson Schatzinsel in der Erstausgabe? Hm? Für 950 Pfund? Duffy, wir nehmen beide. Das erhöht unsere Chancen. Und jetzt? Können wir nur noch hoffen, dass der Fisch anbeißt. Ich melde mich aufgrund Ihrer E-Mail-Anfrage. Stevenson Schatzinsel, genau. Nach Gebot. Ja? Und wie war Ihr Name? Danke, ich melde mich. Mist. Lieber Anbieter, bin an Ihrem Angebot die Schatzinsel interessiert. Kann man am Preis noch etwas machen? Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung, auch telefonisch. Books & More, David C. Ich drücke die Daumen. Ja, guten Tag. Spreche ich da mit Books & More? Ja, ich bin auf der Suche nach ein paar antiquarischen Büchern und da wurden sie mir empfohlen. Klingt interessant. Würde ich mir gerne ansehen. Und wo kann ich sie finden? Einen Moment bitte, ich notiere. Und dann bräuchte ich noch Ihren Familiennamen. Cromwell. Geht das nicht auch ein bisschen leise? Wir haben ihn gefunden. Bist du sicher? Ja, ich glaube es. Er hat den Namen seiner Mutter angenommen und er lebt jetzt in Heathfield. Deine Tochter wäre auch eine Superdetektivin geworden. Tja, meine Tochter wäre auch eine hervorragende Ärztin, wenn du sie nicht ständig davon abhalten würdest, die Praxis zu übernehmen. Dad, ich werde mich nur noch um die Praxis kümmern, sobald ich wieder da bin, okay? Also, wenn ihr mich braucht, ich bin bei Pat. Deine Tochter ist ein Engel. Mhm. Und wer ist Pat? Ihre Cousine. Neu? Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Wie lange ist es her? Dad 60. Und wie geht es dir? Du, alles im grünen Bereich. Ich richte gerade zwei Museen ein. Bin immer noch Single, aber glücklich. Wie geht's deinem Dad? Gut, wie immer. Und Tante Annie, was macht die? Mom ist frisch verliebt und feiert zum 4. Mal ihren 50. Oh Gott. Schön, dich zu sehen. Es hat sich wirklich nichts verändert. Doch, wir sind älter geworden. Aber nicht klüger. Mama hat erzählt, du hast dich von Thomas getrennt. Warum? Ihr wart doch so ein tolles Paar. Ich hatte plötzlich das Gefühl,
als hätte ich die Zukunft mit ihm schon hinter mir. Das Gefühl kenne ich. Stellt sich nur die Frage, ob es diese wundervolle, außergewöhnliche Liebe, von der wir immer träumen, überhaupt gibt. Und jetzt bist du wegen David Cromwell hier. Du wirst es nicht glauben, aber ich kenne ihn. Ach. Nein, nein, nicht wie du denkst. Ich habe ihn mal auf einer Ausstellung getroffen. Da hat er sich aber ziemlich schnell wieder vom Acker gemacht. Er hat diesen unglaublichen Buchladen. Und? Wie ist er? Am besten machst du dir selbst ein Bild. Ab 10 Uhr morgens ist er täglich für die Öffentlichkeit zugänglich. Hey, hier ist Parken verboten. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Dann würde ich es mal mit einer Brille probieren. Oh, Scheiße. Folgen Sie mich? Sie? Ja, das ist mein Laden. Oh. Deswegen achte ich auch immer darauf, dass hier nicht alles so zugepackt wird. Diese Touristen sind einfach gnadenlos. Sind Sie auch ein Tourist? Nein, nein, ich bin kein Tourist. Ich bin in einer familiären Angelegenheit hier. Der Laden ist jetzt geöffnet. Sie können also reinkommen, wenn Sie wollen. Sei denn, Sie sind vom Finanzamt. Guten Morgen. Denken Sie sich nichts. Das ist seine Art, Kunden zu behandeln. Deswegen ist der Laden auch immer leer. George, du hast doch bestimmt eine Allzustellung, oder? Dankeschön. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Danke. Sie haben ja wirklich unglaubliche Schätze hier. Dickens. Mhm. Und Edgar Allan Poes Meistererzählungen in der Erstausgabe. Ja, das ist auch eines meiner wertvollsten Unikate. Kostet 1250 Pfund. Ja, aber eigentlich bin ich auch gekommen, um... Ach je. Der alte Mr. Moore ist gestorben. Ja, ich habe gehört, schon letzte Woche. Seine Kinder wollen, dass ich ein Wertgutachten über seine Bibliothek erstelle. Ja, die verlieren keine Zeit. Die haben ja sogar schon einen Makler engagiert. Man munkelt, dass sie das Schloss sogar verhökern wollen. Obwohl sie sich nie um den alten Herrn gekümmert haben. Vielleicht war der alte Mr. Moore auch nur ein unnachgiebiger, selbstgerechter Mann, der seine Kinder aus dem Haus getrieben hat. Ich denke, was George... Ich weiß ganz genau, was George sagen wollte. Trotzdem sehen Dinge von außen betrachtet manchmal anders aus, als sie tatsächlich sind. Deswegen sollte man sich auch nicht in fremde Familiengeschichten einmischen. Was sagst du dazu? Die bieten an, ein paar Bücher in Kommission zu nehmen. Ja. Das ist eine einmalige Chance. Die haben ein paar unschätzbare Unikate in ihrer Sammlung. Wollten Sie vorher nicht noch was fragen? Danke. Es hat sich erledigt. Naiv sein zu denken, ich komme hierher, spreche mit ihm und alle Probleme lösen sich. Also wenn ich ihm jetzt sage, warum ich hergekommen bin, dann schickt er mich postwetten zurück und zwar alleine. Was also können wir tun? Ich weiß es nicht. Also so wie sich das heute Morgen angehört hat, habe ich keine Ahnung, wie ich ihn jemals nach Hartigen zurückbringen sollte. Was wir also brauchen, ist ein Plan und Zeit. Pat. Thaddeus ist krank. Er ist sogar sehr krank. Ich habe keine Zeit. Einen Plan habe ich erst recht nicht. Ja, nur ein bisschen Zeit, bis du sein Vertrauen gewonnen hast. Sein Vertrauen gewonnen habe. Das würde Jahre dauern. Ach, Jahrzehnte.
Es ist deine einzige Chance. Nimm noch einen. Behilflich sein? Ich möchte mich gerne umsehen. Ja, ja, das wollen sie alle. Okay. Ist dein Vater denn heute nicht da? Er kommt später. Ah ja. Das haben wir gerade bekommen. Mein Dad meint zwar, dass sich niemand so einen teuren Bildband über Pferde kauft, aber dann konnte ich ihn doch überreden. Was glaubt denn dein Vater, was sich so verkaufen lässt? Reiseführer, Sachbücher und alte Schmöker, aber die verkaufen sich nicht. Deshalb mache ich auch manchmal die Bestellungen, auch wenn mein Vater nicht so begeistert darüber ist. Weißt du was? Ich nehme es. Sind Sie sicher? Es ist teuer. Es kostet 40 Pfund. Vielleicht wollen Sie es sich lieber noch mal überlegen. Ich kann es ohne Probleme bis morgen zurücklegen. Nein, nein, ich möchte es wirklich haben. Es ist ein sehr schönes Buch und ich liebe Pferde. Reiten Sie denn auch? Ja. Ich kenne einen tollen Reitstall, nicht weit von hier. Kannst du denn auch reiten? Nein, aber ich kann ihn Ihnen zeigen. Gerne, wenn du das darfst. Ich mach dann 40 Pfund. Mhm. Und wär's dann morgen? 2 Uhr? 2 Uhr ist ausgezeichnet. Hallo Dad, ich hab David getroffen. Und sein Sohn lebt wirklich bei ihm. Und warum seid ihr noch nicht auf dem Weg? Es ist schwieriger, als ich dachte. Kate, die Zeit drängt. Ich werde alles daran setzen, dass David so schnell wie möglich nach Hause kommt. Vielleicht solltest du Thaddäus jetzt doch von Jeffrey erzählen. Das baut ihn bestimmt auf. Jeffrey... Ja, Jeffrey ist wirklich ein fantastischer Junge. Lord Hartington nimmt seine Mediziner regelmäßig, Henry. Selbstverständlich. Ich gebe sie Lord Hartington so, wie ihre Tochter es angeordnet hat. Und Lord Hartington raucht und trinkt auch nicht? Selbstverständlich nicht. Puh. Ich fürchte, ich werde Lord Hartington in eine Klinik einweisen. Was? Ja. Schließlich leben wir im 21. Jahrhundert. Die Medizin hat Fortschritte gemacht, Thaddäus. Mit dieser Operation kannst du... Vergiss es, Timothy. Ich lass mich nicht operieren. Du hast aber keine Alternative mehr. Blödsinn. Irgendwann muss jeder Mensch sterben. Nicht wahr, Henry? Ja, stimmt. Aber vielleicht möchtest du vorher gerne noch deinen Enkel sehen. Meinen Enkel? Bleib stehen, Timothy. Ich rede mit dir. Was meinst du damit? Es ist doch wirklich erstaunlich, Thaddäus, dass du immer davon ausgehst, dass alles nach deinem Kopf gehen muss. Stell dir vor, Kate hat David gefunden. Und David hat einen Sohn, Jeffrey. Er ist 12 und würde sich bestimmt freuen, seinen Großvater noch lebend zu sehen. Aber was ist mit David? Wie geht's ihm? Was macht er? David lebt in Heathfield und betreibt einen kleinen Buchladen. Kate versucht, ihn zu seiner Rückkehr zu bewegen. Tja. Das heißt, ich habe einen Enkel. Henry! Henry, hast du gehört? Ich habe einen Enkel. Gute Nacht, Thaddäus. Jetzt bleib doch mal hier und erzähl mir noch mehr. Hey, Henry, gib dem Doktor einen Whisky. Sie wissen schon, Henry. Kurze Besuche halten die Freundschaft. Gute Nacht. Thank you.
Wir haben uns leider ein bisschen verspätet. Das ist mein Vater, Dad, das ist... Wir kennen uns schon. Irgendwie scheinen sich unsere Begegnungen letzter Zeit zu häufen. Sie haben nichts dagegen, dass Jeffrey mir ein wenig die Gegend zeigt. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier und Ihr Sohn war so nett. Es tut mir leid, aber er muss seine Hausaufgaben machen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Außerdem erwarten wir noch eine größere Lieferung Bücher. Was für eine Lieferung, Dad? Jeffrey, wir können unseren kleinen Ausflug auch verschieben. Nein, ich komme jetzt mit. Wir sind um 7 wieder da. Und falls was Dringendes sein sollte, habe ich ja mein Handy dabei. Mr. Cromwell. Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen. Ich werde gut auf Ihren Sohn aufpassen. Wie wäre es, wenn Sie mir erstmal Ihren Namen nennen? Oh, Entschuldigung. Catherine Spellman. Ich werde Ihnen auch noch meine Mobilnummer aufschreiben. Spellman? Ja. Wie... Die Romanautorin. Ja, aber leider nicht verwandt. So, hier ist meine Nummer, falls etwas sein sollte. Und wenn du uns jetzt bitte entschuldigen würdest. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Normalerweise ist er cool. Ich kann verstehen, dass er so reagiert. Schließlich kennt er mich ja kaum. Ich wäre wahrscheinlich nicht viel anders. Was machen Sie denn in Heathfield? Ich bin wegen eines Freundes hier. Er braucht meine Hilfe. Dann bleiben Sie vielleicht länger in der Stadt? Vielleicht. Cool. Dann kann ich Ihnen ja noch eine Menge zeigen. Hallo Molly, hier ist David Cromwell. Ich bräuchte jemanden für Freitag und Samstag für den Laden. Ich muss wegen einer dringenden Nachlassgeschichte nach Ely... Nein, Miss Livingston kann nicht. Die ist bei ihrer Tochter in London. Ach, wunderbar, Molly. Vielen Dank. Nein, auf Jeffrey müssen Sie nicht aufpassen. Der übernachtet bei einem Freund. Und den Schlüssel gebe ich Ihnen dann am Freitagmorgen, wenn Sie da sind, ja? Okay. Das sind irische Ponys. Die lassen sich wirklich sehr, sehr gut reiten. Haben einen ruhigen Charakter, sind zutraulich und klug. Das ist eine Mutter mit ihrem Fohlen? Mhm. Ich schätze, das Fohlen dürfte so 6 Wochen alt sein. Ich kenne meine Mutter nicht. Meine Eltern haben keinen Kontakt. Sie haben sich getrennt, als ich ein Baby war. Komm, lass uns ein bisschen spazieren gehen. Ich weiß, wie das ist, wenn man ohne Mutter aufwächst. Ich habe meine verloren, als ich ungefähr 3 Jahre alt war. Das tut mir leid. Aber ich bin mir sicher, dass du deine eines Tages wiedersehen wirst. Das wäre mein größter Traum. Haben Sie eigentlich auch ein Pferd? Kein eigenes. Aber ich darf das eines Freundes reiten. Des Freundes, dem Sie helfen wollen? Danke, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Okay. Tschüss. Tschüss. Na, wie war's? Cool. Kate hat bei Redburn Reitstunden ausgemacht. Du interessierst dich weder fürs Reiten noch für Pferde. Wer weiß. Vielleicht habe ich ja meine Meinung geändert. Du sagst auch immer, Menschen mit festen Überzeugungen gehören ins Irrenhaus. Und du hast weder Reithose noch Stiefel. Brauche ich auch nicht. Kate meint, ich soll erst mal schauen, ob es mir überhaupt gefällt.
Ach, und Kate weiß natürlich, wovon sie spricht. Allerdings. Schließlich hat sie neben ihrem Medizinstudium auch als Reitlehrerin gearbeitet. Es kann ja heiter werden. Morgen, Mr. Cromwell. Es tut mir leid, ich will nicht unhöflich sein, aber der Laden ist geschlossen. Also ich meine, beziehungsweise sollte er geöffnet sein, aber... Books and More? Oh, hallo, Mr. Finch. Ja, ich hab's auch schon versucht, das... Ach, wie lange kann sowas dauern? Na, dann sagen Sie Molly, dass ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. Ja. Nein, ich muss heute zu den Moors und es kann auch niemand sonst einspringen. Okay, vielen Dank, wiederhören. Also, ich muss den Laden schließen. Wenn Sie Montag wiederkommen wollen, dann... Also, ich möchte Sie ja jetzt nicht aufhalten. Aber wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann... Naja, anscheinend hat ihr gerade ihre Vertretung abgesagt. Und sie müssen dringend weg. Den Laden zu schließen macht finanziell keinen Sinn. Also wäre es vielleicht am besten, wenn ich Ihnen aushelfen würde. Vielen Dank für die Analyse. Guten Tag. Kann ich mich mal umschauen? Sie sind mir empfohlen worden. Morgen. Ah, die Erstausgabe der Meistererzählungen. Die würde ich gerne mal sehen. Sehr gerne. Es ist eines unserer wertvollsten Stücke. Bitte schön. Mhm. Scheint ja in Ordnung zu sein. Und was soll es kosten? 1250 Pfund. Der Preis steht auf der Rückseite. Die Bestellungen können Sie notieren. Die erledige ich dann, wenn ich zurück bin. Und die Kasse befindet sich hier in der rechten Schublade. Ich werde mich natürlich revanchieren. Und verschließen Sie die Vitrine wieder, wenn Sie das Buch zurückgestellt haben. Ich werde das Buch nicht zurückstellen. Doch, Sie werden. Es ist nämlich eines meiner wertvollsten. Ich werde das Buch verkaufen. Sobald Sie mir die Gelegenheit geben, mich um meinen ersten Kunden zu kümmern. Ich habe nichts gehört, deswegen wollte ich nur mal hören, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich habe einige Reiseführer, einen Bildband über Henry Turner und unzählige Ausgaben Harry Potter verkauft. Wir führen Harry Potter? Ihr Sohn ist sehr geschäftstüchtig. Ja, das hat er von seinem Großvater. Ist das nun gut oder schlecht? Naja, wie man es nimmt. Und dann habe ich auch noch den Edgar Allan Poe verkauft. Ja, aber den habe ich seit über 10 Jahren. Ist das nun gut oder schlecht? Wie man es nimmt. Ich muss schon sagen, ich bin richtig beeindruckt. Sie scheinen ja ein richtiges Verkaufstalent zu sein. Das liegt daran, dass Sie so außergewöhnliche Bücher haben. Und was treibt mein Sohn? Ihr Sohn benimmt sich vorbildlich. Das hat man auch selten. Mein Glückwunsch. Bist du schon zu einem abschließenden Urteil gekommen? Tut mir leid, ich wollte sie nicht anstarren. Sag mal, du hast doch bestimmt schon eine Freundin, oder? Nein, noch nicht. Es wird aber nicht mehr lange dauern. Glauben Sie wirklich? Mhm. Schau mal die beiden Mädchen da hinten. Die starren dir schon seit einer halben Stunde an. Foto?
Okay. Sehr schön. Mögen Sie eigentlich meinen Vater? Wo kommst du denn jetzt darauf? Ich kenne niemanden Fremden, dem er jemals den Laden überlassen würde. Er ist nicht immer einfach. Ich denke, er bräuchte eine gute Frau, die sein Leben in Ordnung bringt. Ja, dann hätte er auch vielleicht wieder Kontakt zu unserer Familie. Wünschst du dir das denn? Ich würde meinen Großvater gern kennenlernen. Das ist ein ganz normales Abendessen und kein Candlelight-Dinner. Wow, Dad! Du kennst ja den Unterschied. Und bitte sei nett. Ein Computerspiel. Dankeschön, Kate. Bitte. Da wir gerade dabei sind, wollte auch ich mich bedanken. Ihre Anwesenheit in meinem Laden hat zu einer beachtlichen Umsatzsteigerung geführt, an der ich sich selbstverständlich beteiligen werde. Dabei weiß ich gar nicht, welchem Umstand wir Ihre Anwesenheit überhaupt zu verdanken haben. Das habe ich dir doch schon gesagt. Kate ist hier, weil sie einem Freund helfen will. Ihrem Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Es handelt sich um einen alten Freund der Familie, der sehr krank ist und allein. Ich wollte nicht indiskret sein. Nein, Sie sind überhaupt nicht indiskret. Was ist los, Jeffrey? Fehlt Ketchup? Dad, hast du was dagegen, wenn ich das Spiel kurz einlege? Nur ganz kurz. Das musst du heute unseren Gast fragen. Natürlich, gerne. Dankeschön. Das war's dann wohl. Angelina Jolie hätte sogar Sie geschlagen. Sie haben einen wunderbaren Jungen. Auf die erste Frau im Leben meines Sohnes. Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja. Soll ich Kaffee machen? Gern. Also der Vollmond hier hat's wirklich in sich. Der Vollmond? Mhm. Du hast den Filter vergessen. Danke. Und wie hat sich Mr. Eisberg verhalten? Ich glaube, das Eis ist gebrochen. Du glaubst, das Eis ist gebrochen? Weißt du, was ich glaube? Der Mann geht einer Kernschmelze entgegen und merkt's noch nicht mal. Guten Tag. Hallo. Bücher aus dem Murnachlass? Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, den Laden neu arrangieren zu müssen. Mhm. Das alte System hat nicht mehr funktioniert. Ich unterteile die Bücher jetzt neu. Da drüben zum Beispiel steht alles über Pferde. Und links alles über Medizin. Hm. Und wo steht dann Pferdemedizin? Der Genie weiß die Antwort längst, bevor die Frage gestellt wird. Wussten Sie das nicht? Aber auf Ihre Frage zurückkommt, das Buch steht natürlich unter der Rubrik Pferde. Eigentlich bin ich gekommen, weil ich mit Jeffrey zum Reiten verabredet bin. Ach je. Das hat er vor lauter Aufregung bestimmt ganz vergessen. Ein Klassenkamerad hat sich den Fuß verstaucht. Und jetzt springt Jeffrey für ihn bei der Theaterprobe ein. Also ich finde zwar, dass er für den Hamlet noch ein wenig zu jung ist, aber ich bin ja auch nicht der Regisseur. Also, wenn Sie mit der zweiten Besetzung einverstanden sind? Sie wollen mitten am Tag den Laden schließen? Ja. Und dank Ihnen kann ich mir das ja auch leisten. Ich bin zwar seit Jahren nicht mehr geritten, aber falls mich der Gaul abwerfen sollte,
keine Ärztin dabei. Sehr friedlich. Überall, wo keine Menschen sind, ist es friedlich. Das ist der Ausgleich der Natur. Ihre Konsequenz tröstet uns über die Inkonsequenz der Menschen hinweg. Das hört sich nicht gerade so an, als ob Sie die Menschen mögen würden. Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf weitere Experimente verzichtet. David, ich nehme Ihnen Ihre Menschenfeindlichkeit nicht ab. Ich bin nicht menschenfeindlich. Sonst wäre ich ja nicht hier. Ich finde einfach, dass man sich nur mit den Menschen abgeben sollte, für die man sich entschieden hat. Das verleiht dem Leben eine ganz gewisse Qualität. Sind Sie deswegen allein? Ich bin nicht allein. Ich habe ja Jeffrey. Und ich habe sogar gar nicht allzu weit entfernt von hier eine Familie. Was ist mit Ihrer Familie? Was sollte damit sein? Ist doch schön, wenn man auf jemanden zurückgreifen kann. Können Sie das? Ja. Ich kann das. Ich meine, Familien müssen doch zusammenhalten. Wie gesagt, ich ziehe die Einsamkeit vor. Man bleibt sich treu. Sie hat ihre Reize. Aber man kann sie auch jederzeit beenden, wenn man will. Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt sage ich es ihm, kommt irgendetwas dazwischen oder ich denke an Thaddäus und dann ist der Moment vorbei. Ich weiß wieder nicht, wie ich es ihm sagen soll. Ein heimlicher Verehrer? Also von heimlich kann angesichts dieser Pracht wohl kaum die Rede sein. Der Typ ist hin und weg. Die sind für dich. Stellt sich nur die Frage, wer der Verehrer ist. Lester. Lester? Ja, Lester war Davids Zimmerkumpel in Oxford und hat mir ein bisschen bei der Suche nach David geholfen. Völlig uneigennützig natürlich. Er schreibt, dass er beruflich in der Nähe ist und mich gerne sehen würde. Und? Nichts und. Ja, er ist nett, aber nicht so charismatisch wie David. So ein Quatsch. David hat damit überhaupt nichts zu tun. Du hast dich verliebt. Ha, ich hab's geahnt. Seit ich dich kenne, hast du ein Faible für schwierige Männer. Ich muss es ihm sagen. Was jetzt schon? Also, ich würde nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Nein, die Sache mit Thaddäus. Jetzt beruhig dich erstmal. Ich kann nicht mehr länger warten. Jetzt überstürzt man nicht alles. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und trinken eine Flasche Wein. Thank you.
David. Was machst du denn hier? Ich muss dir was sagen. Ich will schon seit Tagen mit dir sprechen. Du hast mir doch von deiner Familie erzählt. Und du hast gesagt, dass du eine Familie hast, die hier ganz in der Nähe wohnt. Bist du ganz weiß? David, es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich wollte es dir auch schon sehr lange sagen. Also, ich habe Sehnsucht gehabt. Was? Sehnsucht gehabt. Strahlender Sonnenschein. Magst du Kaffee oder Tee? Tee. Mit Milch und Honig, bitte. So trinkt ihn Jeffrey auch am liebsten. David? Ja? Ich muss dir etwas sagen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag mit dir verbringen, aber ich habe bereits seit 5 Minuten einen Termin bei Jeffreys Mathelehrer. Sollen wir uns zum Lunch treffen? So gegen Mittag? Da habe ich alle Zeit der Welt für dich. Ich hole dich ab. Okay? Schön, dass du da bist. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do chi bom chi bo bo, da ti do di do chi bom chi bo bo, da ti do di. Guten Morgen. Guten Morgen, Lester mein Name. Die Milch stand vor der Tür. Danke. Ich wollte Kate besuchen. Meine Cousine ist nicht da. Schönheit scheint bei Ihnen in der Familie zu liegen. Danke. Ja, ich habe versucht Kate auf ihrem Handy zu erreichen, leider ohne Erfolg. Kate, ja, die hat einen wichtigen Termin. Wollen Sie nicht reinkommen? Wie wär's mit einer Tasse Tee? Ich denke, ich habe schon genug Umstände gemacht. Ich komme einfach später nochmal. Sie sollten sich gut abtrocknen. Sie erkälten sich sonst. Wunderschönes Wetter heute. Bist du krank? Seit wann interessierst du dich fürs Wetter? Stehe ich hier eigentlich rum, als hätte ich nichts zu tun. Bis morgen. Hey, David! Ich bin's, Lester. Lester?
Der alte Lester. Was machst du denn hier? Komm rein. Ja. Genauso habe ich mir deinen Buchladen aufgestellt. Bis auf die Blumen. Aber irgendwann werden wir wahrscheinlich alle im Leben mal ein wenig sentimental. Und du? Was machst du? Ich habe gehört, du wärst in Boston. War ich auch, mein Freund, war ich auch. 4 Jahre lang. War die schönste Zeit in meinem Leben. Ein lässiger Job, schöne Frauen. Und am Wochenende Party, bis der Arzt kommt. Und dann wurde mein alter Herr krank. Und konnte die Kanzlei nicht mehr führen. Also war Schluss mit lustig. Ja, und jetzt bin ich hier. Ich wusste gar nicht, dass dein Vater eine Kanzlei hier in Heathfield hat. Nein, in Wooden Hill. Hier bin ich, um Kate zu sehen. Ich war beruflich in der Nähe und dachte mir, warum nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden? Kate? Ja. Obwohl es mich wundert, dass... die sind ja süß. Dass so eine Familienzusammenführung so lange dauern kann. Also mach's dir nicht so schwer. Sie hängt an deinem alten Herrn und will möglichst alles tun, damit es ihm schnell besser geht. Habe ich was Falsches gesagt? Du weißt doch, warum Kate hier ist. Oder? Kate! Gott sei Dank. Lester ist da. Lester? Der ist in die Stadt gefahren. Ich habe noch versucht, dich anzurufen, aber es war nur die Mailbox dran. Ich hatte mein Telefon gar nicht dabei. Es tut mir leid, ich bin so blöd. Ich habe überhaupt nicht geschaltet. Kann ich irgendwas tun? Hoffen, dass Lester David noch nicht getroffen hat. Viel Glück! Katie Spellman, Timothy Spellmans kleine Tochter. Warum hast du es mir nicht gesagt? Ich möchte dir die Sache erklären. Aber dürfte ich dazu vielleicht ins Haus? Du musst mir überhaupt nichts mehr erklären, das hat Lester schon getan. Lester hat damit doch gar nichts zu tun. Bitte, lass mich rein. Dafür war aber bestens informiert. Lester habe ich kennengelernt, als ich nach dir gesucht habe. Und gesucht habe ich nach dir... weil es deinem Vater schlecht geht. Lass meinen Vater aus dem Spiel. Aber deswegen bin ich hier. Wegen ihm. Dann bist du umsonst gekommen. Dein Vater ist sehr krank und sehr alleine. Dann weiß er vielleicht endlich, was das heißt, alleine zu sein. Es tut ihm unendlich leid, dass er dich damals fortgeschickt hat. Er hat einen Fehler gemacht, den er heute bitter bereut. Hast du noch nie einen Fehler in deinem Leben gemacht? Wenn du nicht jetzt zu deinem Vater gehst, wirst du auch einen machen. Genau wie er damals. Aber du wirst vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, es wieder gut zu machen. Das war alles von Anfang an Berechnung? Ich weiß. Ich hätte dir von Anfang an sagen müssen, warum ich hergekommen bin. Es tut mir leid. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen! David! Mein Vater hat sich vor langer Zeit entschieden, und zwar für seine zweite Frau und gegen mich. Aber Margaret lebt doch schon seit Jahren nicht mehr auf Hartington. Und was ist mit Jeffrey? Hat er nicht das Recht, seinen Großvater kennenzulernen, solange er noch lebt? Und was ist überhaupt mit seiner Mutter? Weißt du, dass er alle beide gerne kennenlernen würde? Seine Mutter, um bei deinem Vokabular zu bleiben, wollte ihn überhaupt nicht haben. Weißt du, wie viel Überredung es mich gekostet hat, sie dazu zu bringen, ihn überhaupt zu bekommen? Was also soll ich ihm sagen, Kate? Was?
David, bitte. Weißt du, wie viel Kraft es kostet, seinen Sohn vor Kummer zu schützen? Ich weiß es. Also sag mir nicht, was gut für ihn ist und was nicht. Aber das meine ich doch gar nicht. Ich meine doch einfach nur... Es tut mir leid, Kate. Aber es ist besser, mit den Verhältnissen zu brechen, bevor sie einbrechen. Ich hätte einfach nicht so viel reden sollen. Aber David sah so aufgeräumt aus. Ich dachte, es wäre alles okay. Was haben Sie jetzt vor? Ich packe meine Sachen. Es tut mir leid, Kate. Aber wenn David beschlossen hat, dass ihm Unrecht getan wurde, dann kann nichts auf der Welt ihn vom Gegenteil überzeugen. Das war schon im College so. Kate. Lester, es tut mir leid, falls ich Ihnen Hoffnung gemacht habe. Aber Sie sollten sich nichts versprechen. Ich weiß nicht, ob David irgendwas mit dieser Entscheidung zu tun hat. Und ich sag's auch nur sehr ungern. Aber David hat kein Talent zum Glücklichsein. Na? Was steht an? Sollen wir fischen gehen? Jetzt? Ja. So wie früher. Kann ich. Sobald ich hiermit fertig bin, besuche ich Kate und gehe mit ihr die Rolle durch. Ich kann schon fast den ganzen Text. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, so oft mit Kate zu treffen. Wieso? Was soll daran nicht so gut sein? Ich dachte, ihr versteht euch. Du weißt, dass Kate nur für kurze Zeit hier ist. Und ich will nicht, dass du traurig bist, wenn sie geht. Ist das alles? Ja, das ist alles. Gut. Kate! Ja? Jeffrey, ich komme. Jeffrey. Wollen wir ein paar Schritte gehen? Was ist passiert? Dein Vater ist wütend, weil ich ihm nicht gesagt habe, warum ich hergekommen bin. Ja, und auch, weil ich mich in Sachen einmische, die mich vielleicht gar nichts angehen. Aber wenn man sich einmischt, weil man helfen will, ist es doch etwas Gutes. Manchmal sind die Dinge nicht so einfach. Dann geht's bestimmt um Dads Familie. Immer wenn die Sprache darauf kommt, weicht er aus. So, als wäre seine Familie tot für ihn. Dabei wüsste ich gern, wenn meine Familie ist, wen ich außer ihm noch habe. Es ist mein Großvater, dem du helfen willst, nicht wahr? Es geht ihm nicht besonders gut.
Das hier hat einmal deinem Vater gehört. Danke. Und grüß meinen Großvater von mir. Jeffrey, jetzt komm endlich, sonst wird es kalt. Was ist los? Schlechte Note gekriegt? Du tust ihr total Unrecht. Sie hat dir nichts Böses getan. Du sprichst von Kate. Ja, von wem denn sonst? Ich kann nicht verstehen, warum sie will, dass du nach Hartington zurückkommst. Ich will dir schließlich auch kommen, wenn du alt und krank wärst. Ich will jetzt nicht darüber sprechen. Dad! Du bist so wahnsinnig selbstgerecht. Ich werde am Wochenende nach Hartington fahren. Und wenn du es mir nicht erlaubst, dann fahre ich trotzdem. Piper. Du solltest ihm sagen, dass du ihn liebst. Er ist so verletzt. Er würde mir nicht glauben. Vermissen. Dank dir für alles. Kate, du wolltest nur das Beste. Vielleicht sieht er das eines Tages ein. Warten! Ich lasse mich nicht operieren, bevor ich mich nicht mit meinem Sohn ausgesprochen habe. Herein! Ich habe es versucht, wirklich, aber... Aber, Kind, du musst dir doch keine Vorwürfe machen. Ich habe Ihnen ein paar Fotos mitgebracht. Jeffrey. Die sieht aus wie Deidre. Die Augen, der Mund, der ganze Ausdruck. Das ist Deidre. Thank you.
Morgen, Mr. Hartington. Guten Morgen, Kate. Wie geht es Ihnen denn heute? Ah, es geht. Kate, du hast mir von Jeffrey erzählt, aber du hast mir gar nichts von David erzählt. Wie geht's ihm? Was macht er? David hat einen wirklich außergewöhnlichen Buchladen in Heathfield. Und um seinen Sohn kümmert er sich rührend. Ich habe mich nie genug um David gekümmert. Das habe ich immer seiner Mutter überlassen. Als Deidre starb, da ist David das Herz gebrochen. Und da hätte ich für ihn da sein müssen, aber ich habe mich nur in die Arbeit gestürzt und mich um den Erhalt von Hartington gekümmert. Kate, es tut mir so leid, dass David so ist, wie er ist, aber ich glaube, das hat er von mir. Mr. Hartington. Mein Spray. Das ist ja doch meistens immer. Wo ist das denn? Henry! Henry, kommen Sie bitte! Sie haben nicht gerufen? Rufen Sie einen Krankenwagen und benachrichtigen Sie meinen Vater. Lass mich in Ruhe, ich brauche keinen Babysitter. Nein, aber einen Chauffeur, wenn ich nicht irre. Und wenn du dich jetzt beeilst, können wir in 3 Stunden in Hartington sein. Wieso hast du deine Meinung geändert? Ja, wie du schon so treffend bemerkt hast, Menschen mit festen Überzeugungen gehören ins Irrenhaus. Zu Jeffrey. Wir wollen doch einen intelligenten Eindruck erwecken. Hm? Oh, shit. Dad, lass uns lieber wieder umdrehen. Ich dachte, wir fahren zu meinem Großvater und nicht zur Queen Mom. Wow, das Ding ist ja größer als der Buckingham Palace. Wer ist das? Das ist der gute alte Henry, der Butler deines Großvaters. Die sind ja süß. Sir? Ich fürchte, Sie haben sich verfahren. Dieses hier ist der Privatbesitz von Lord Hartington und davon... Unbefugt nicht betreten werden. Ich weiß, Henry. Ich weiß. Aber woher, entschuldigen Sie, wissen Sie... Sie? Nein, das kann doch nicht sein. Oder doch? Und wer ist der junge Mann? Ihr Sohn, Sir. Die Buschtrommeln scheinen also noch zu funktionieren. Natürlich. Wir geben uns Mühe. Wir wollten doch wissen, was aus Ihnen geworden ist. Guten Tag, Sir. Es ist eine Freude, dass es Sie gibt. Es ist auch eine Freude, dass es Sie gibt und mein Großvater.
Mein Gott, der Lord, das hätte ich jetzt in der Aufregung ganz vergessen. Er ist im Krankenhaus, im St. Andrews. Er hatte eine schwere Operation. Jeffrey, komm, steig ins Auto. Vielen Dank, Henry. Hallo, Großvater. Ich bin's, Jeffrey. Dein Enkel. David, du musst ins Krankenhaus. Dein Vater wurde operiert. Ich weiß. Ich war gerade bei ihm. Dein Vater meint, dass er es schaffen wird. Es ist zum größten Teil dein Verdienst. Kate, es tut mir leid, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Und es fällt mir schwer zu sagen, aber ich liebe dich. Bis zum nächsten Missverständnis? Nein. Bis du mich zum Teufel schickst. Wie wär's mit ein bisschen mehr Vertrauen, Mr. Hartington? Ich arbeite daran, Kate. Ich arbeite daran.